So Leute, hallo und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Video auf diesem wunderschönen Kanal. Wie geht's, wie steht's? Ich hoffe alles Tobi, Friedi, Frodi. Genau, es geht los. Heute fahren wir nach Kroatien, um genau zu sein, nach Novalja. Und jetzt bin ich auf dem Weg in die Halle, weil wir müssen nämlich noch ein paar Sachen machen. Also ich denke, es ist noch gar nicht fertig. Es ist hier alles Knapperino, sage ich mal ganz ehrlich. Wir haben 12 Uhr in der Früh. Wir fahren um 18 Uhr los. Angeblich. Nachher treffen wir uns alle bei Autosiastik, das wird auch noch schön, da freue ich mich drauf. Eng getaktet, aber wir werden heute 100% losfahren. Wir geben unser Bestes, um euch da zu Hause auf den Sofas, an den Schreibtischen, vor den Handys zu entertainen. Dafür machen wir die ganze Geschichte ja hier. Jetzt fahren wir eben zur Halle und dann machen wir noch ein paar Sachen, ne? Ein paar Angriffe da. Spacks ein bisschen breit machen die Bude, ne? Alles klar, Leute, lasst ein Abo da, geht in die Likes rein, wenn es euch gefällt. Ja Leute, bevor es jetzt hier losgeht mit Verbreiterung, mit noch den letzten Zügen am ML, habt ihr ja in Alkos Video gesehen, die Lichtmaschine ist nicht so das Optimale, ne? Wie lange wird sie durchhalten, aber im Notfall werden wir da natürlich unterstützt vom kein geringeren als Autodog, die uns da tatkräftig mit dem ein oder anderen Ersatzteil unterstützen werden. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch jetzt mal eben. Die Nummer 1 in Europa hat natürlich auch eine App, die sehr gut funktioniert. Die könnt ihr euch überall runterladen. Link ist in der Videobeschreibung. Das ist hier die Benutzeroberfläche. Hier habe ich alle meine Fahrzeuge hinterlegt. Dann kann man hier ganz normale Teile suchen, wie zum Beispiel die Lichtmaschine. Wird schon angezeigt. Zack, da ist das Ding, ne? 127 oder auch. Gar nicht mal so teuer, ne? Das ist natürlich nicht alles, was man bei Autodoc bestellen kann. In der App gibt es alles Mögliche hier, wie Reifen, Öle, alles für die Bremsanlage, für den Motor, für die Elektrik, Federung. Also eigentlich für jedes Auto gibt es jedes Teil im Ersatzteilbereich auf jeden Fall. Das Ganze natürlich zu fairen Preisen. Ja, die App bietet noch viele weitere Features mit Tutorials, Videos, alles Mögliche, was man sich hier alles so angucken kann. Wir haben auch immer wieder Rabattaktionen am Start. Aktuell zum Beispiel 40% auf Bremsscheiben. Ne? Das ist wirklich eine App, man könnte fast sagen, für Auto-Enthusiasten. Ne? Es lohnt sich auf jeden Fall, die App runterzuladen. Die Teile sind hier auch günstiger als auf der Website. Also guckt mal in die Videobeschreibung, ladet euch die App runter. Viel Spaß damit. Wir haben hier gerade eigentlich das Paradebeispiel. Ne? Das Ding ist der Innenraumfilter für den ML. Den alten habe ich da aus Versehen eigentlich rausgefummelt, weil wir ein Loch bohren wollten, haben wir ja bei dir gesehen, ne? Ja. Im Clip. Jetzt brauchen wir spontan, ganz spontan, einen Innenraumfilter. Mhm. Hat Eiko mal eben besorgt hier für so einen stolzen Preis. Ich konnte meinen Augen kaum trauen. Also 45 Euro mit Steuer, jetzt bin ich natürlich mal eben auf Autodoc auf der Website gegangen. 12 Euro. Es ist halt auch kein krasses Teil. Hier ist noch nicht mal Aktivkohle drin. Der muss rein, weil so verschimmeln wir da drin. Ne? Kommt eben rein, dafür bist du ja auch der Spezialist. Ja, ja. Hier hast du deine schöne Abdeckung. Aber ich finde schon, dass du auch ein Hemdchen anhast. Finde ich auch gut. Ja, ein Arbeitshemd, ne? Ja. Woo! Hörnchen muss noch rein, das müssen wir jetzt noch positionieren. Was ist das denn? Ach so, das muss ich mal zurückschicken. Was meinst du, was ist gut hier so? Ins Leder muss der Peter. Wahrscheinlich ins Motorsteuergerät, aber eben ins Board, ne? Keine Panik auf der Titanic. Guckt euch das an, Leute. Das Ding hat einen Platz gefunden, der seinesgleichen sucht. Unglaublich. Don Francis. Ja, Mann, da ist das Teil. Das sieht wie original aus. Also jetzt mal wirklich. Eins in den Chat, wenn das geil ist so. Don Francis. Ich habe hier nochmal eine kleine Innenaufbereitung gemacht. Fix. Eine ganz schnelle kleine. Oh, das darf Max nicht sehen. So. Mir nochmal eine fixe Innenaufbereitung gemacht. Einmal ausgesaugt, einmal die Sitze abgewischt. Och nee. Kühlbox ist auch schon hinten. Ananassaft. Alles schon gesagt, nur anders verpackt. Mit Klett, den mal eben angebracht. Jetzt kommen die Verbreiterungen dran, ne? Und sieht heftig aus? Sieht heftig aus. Mit den selbstschneidenden Dingern geht das echt gut, ne? Sind so geil. Dann haben wir hier noch andere Kennzeichenbefestigung, ne? Damit ML-Projekt fast abgeschlossen. Hier, guck mal. Geil. Hier ist die Verbreiterung, ne? Ganz teilweise. Der Stance ist auf jeden Fall krass. Ich habe noch hier so ein paar Aufkleber gefunden. Danke an den ehrenwerten Zuschauer, der uns die für die S-Klasse zugeschickt hat. Jetzt haben sie einen Platz gefunden. Max einsammeln, Autosiastik, zu mir, einkaufen. Zu dir noch. Das wird spät, das merke ich jetzt schon. Bin eh schon zu spät. Ich war schon einmal kurz hin und dann geht's los. Super, schön. Aha, aha, wen haben wir da denn? Habt ihr Bock? Yo, moin. Ja. Ach so, ja, moin, ja. Wir haben Bock. Wir sind da. So. Geil. Ciao. Moin. Das Maul, Digga, wohin, Alter. Alter, wie groß ist denn das? Voll geil. Was hast du gerade gesagt? Hä? Die ganze Zeit gesagt, dass das so scheiße ist. Ey, die sagen, das ist scheiße, Digga. Warum? Hä? Modellauto. Alter.
Esstonne, ne? Guck mal, wie süß. Oh. Dankeschön. Meine Reisetaschen sind auch gepackt. Die mag Max sie gern. Petit Luke, der sieht auch süß aus, der Kleine. Ich wette, der geht gut weg. Hier, die Gönner, ne? Die Good Lifers. Das sind so zwei Gegensätze. Zigarelle fertig, ne? So, Leute, der Einkauf ist erledigt. Hier und da, lalala. Hamburg, wir verlassen dich jetzt. Jetzt bin ich doch nicht beim Rauchen. Hä? Hallo, Hamburg, geht's euch gut? Ich würde sagen, wir verlassen jetzt Hamburg, ab auf der Autobahn A7 Elbtunnel und ab geht die Luzi. Bap, 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 bap. Jetzt rück nochmal rauf, Alter. Ich hab grad so eine. Oh Mann, ey. Mensch. Was ist das denn für ein Riesenlümmel? Oh mein Gott. Das ist aus der Dicke. Ja, auf jeden Fall schon Stau. Einmal rauf hier bitte. Jo, einmal Platz machen. Dankeschön. Und hier ist noch einer fleißig gegen später Stunde, ne? Ja, für morgen, ne? Kurz auf den Samstag. Wir sind schon fast in Österreich. Hier kann man schon die Vignette kaufen. Und ihr leichtes Turbo-Pfeifen aus dem vorderen Bereich des Fahrzeuges. Und der Maximiliano, der kriegt das nicht hin. Okay. Wenn die ausgenudelt sind, dann gehen die manchmal nicht. So, Leute, es gab einen Fahrerwechsel hier. Geil. Eigentlich? Ach, das ist so die geilste Polizeikontrolle in meinem Leben. Das ist so sein Becken so eingeklappt. Chillig. Guten Tag. Wir brauchen noch eine Vignette. Was war das denn? Nein. Oh, ich liebe Bayern. Guckt euch mal diese kleinen Dörfers an. Der Wanderschlupf, der macht nicht viel mit, ne? Das ist Kaugummi. Lass ihn jetzt überleben, Alter. Auf der Suche nach einer Vignette. Hier? Bei Mac ist oder was? Da müssen wir hier links? Hier. Schmignette, wo ist sie da? Zwar keine Ahnung davon, aber ich hab's irgendwie hinbekommen. Flex, Flex. Wie war Toiletti? War super, geh mal hin, Digga. Das ist so heftig, Digga. Du musst richtig aufpassen, Alter. Wir stehen hier aktuell im Stau, jetzt ist uns eine grandiose Idee gekommen, ne? Timo, sag doch mal. Wir spielen ja, König, Digga. Der Was König, heißt das? König darf entscheiden Der für... Der König darf entscheiden... Für wie lange? Für 6 Stunden. 6 Stunden? Das ist doch viel zu lang. Nein. Wir fahren doch nur noch 6. Ich würde sagen, 1 Stunde. Was würdest du sagen? 2. Ich würde auch sagen, 2. Ich habe einen Zufallsgenerator. Ja. Wir haben uns durchnummeriert. Bobek ist die 1, Max ist die 2, ich bin die 3, Timo ist die 4. Und los. 3. Perfekt, Digga. Wer ist das? Ich. Hä? Das war unfair, Digga. Nochmal. Warum denn? Ja, schön, geil. Ich freue mich. Die Jungs sind auch gut drauf, Mann. Feier ich. Immer zu. Folgt allen meinen Ansprachen. Na was? Geh mal zum Baum. Nee, danke. Dass der noch lebt, ist ein Wunder, Alter. Ja, das ist doch Dünger. Aber ich finde deine Schuhe auch ziemlich geil. Das ist der Rasen, Alter. Das ist Morgentau. Muscatadea. Oh. König. Schön. Ja, super. Ich finde das Spiel jetzt schon kacke. Wer fährt den heftigsten Benz? Ich bin der König von Salzburg. Der Vlog wird so geil. Ja, hier, guck mal, das ist die neueste technische Innovation hier, ne? Vom Hörnchen. Das macht gute Stimmung im Stau. Oh, geh mal, ne? Geh mal, ich bin weg. Ciao. Die erste Regel des Königs, die wird auf jeden Fall Timo schwer treffen. Kannst du es ein bisschen leiser machen? Ich hab irgendwie Angst. Wegen Gemo, geh mal, ne? Ja. Die erste Regel für die verbleibende Zeit, das sind etwa 1 Stunde und 45 Minuten, ist, dass bei jedem Digger oder Alter ein Schluck eines alkoholischen Getränks eurer Wahl genommen wird. Wenn du ich mache auch mit. Ich tue mir das auch an. Ich finde das witzig. Ich kann gefühlt nicht anders reden, wenn Timo da ist. Ist schwierig, ne? Ja. Vorher überlegt, falls ich kann. Okay, alles klar. Rein ins Game. Ich habe Spaß. Wir melden uns in einer halben Stunde. Das ist schon alles lustiger. 15 Minuten später. Der Counter ist so bei 45 bei Timo. Wir müssen gleich Bier kaufen. Wie war das nochmal bei dir da? Bei der Hala. Was bist du da für LKWs gefahren? Sag mal. Ne? Trucker. Trucker, babe. 100 Tonnen. Warum fahren die nicht? Da links. Warum stehen wir hier die ganze Zeit im Stau? Da ist er wieder, ne? Schön. Ein Schluck.
für das niedere Volk. Ach, schön. Karre läuft, Heiko ist König und jetzt werde ich das. Oh, ich trinke das, was da ist. Wir haben die drei? Nee, es passiert nichts. Ja, dann musst du noch machen. Ah! Zwei. Das ist Max. Bro, hi. Ich will eigentlich nur kacken gehen. Alter, er nimmt das einfach als Kopfkissen. Da ist es wieder soweit, ne? Kurze Rast in den Bergen, hier in den Dünen, ne? Sagt man ja auch. Was denn? Glaubt ihr, Max wird es schaffen? Oh! Hast du schön abgeseilt? Digga, ich hab so einen Adler geschissen, Alter. So, sollen wir noch mal eben ein Thumbnail machen? Ja Leute, wir sind in Slowenien, ne? Wie man unschwer erkennen kann. Hier, Maretja, Nadravs Buccio. Wir haben es geschafft, über die Grenzen. Oh, meine Knie, die tun langsam weh. Aui, aui. Ich finde das schön, dass du dein Dekokissen wieder unter dem Arm hast. Diese Dekokissen. Ja, das ist ganz offiziell ist das ein O. Dekokissen. Wollt ihr mich verarschen? Ja. Ja, ich werde mitfahren. Ist geil. Slowenia, alla Slowenia. Jetzt will ich mal einsteigen, ey. Ich dreh hier durch. Digga. Guten Morgen, Kroatien. Hallo, wie geht's euch? Ach, Euros, ne? Gracias, ciao. Oh, jetzt erstmal hier ein Rennen gegen Sanko. Eine Stunde noch? Heftig, ne? Kannst du mal so einen Abschluss machen noch? Ich aber weiß nicht, doch nicht. Okay, let's go, okay. Tomorrowland, okay. Ich will nach Novalja, was ist denn hier los? Nee, da geht er hoch. Guck mal, er fährt schon direkt los. Er kennt nichts. Eine Ewigkeit später. Lauf auf die Fähre, super Tarifeka. Kacke, Mann, wir sind jetzt die Ersten, das heißt, wir sind die Letzten. Nein, wir sind die Ersten, nee, bei der Bahn. Ja, ich seh's. Einfach schön da unten, ne? Da kann man ihn. Den kleinen Bubel-Schriftzug, da ist er. Ja. Und wir haben es nur einmal im Jahr. Oh, Alter, da ist das Ding. Spaß, ich glaube, es ist das da, oder? 100%ig hier. Weiß ich nicht genau. So Leute, endlich angekommen. Da steht unser super schönes Gefährt. Hallo Timo. Gute Nacht. Das ist das Haus. Man kann es unschwer erkennen. Nur noch die Umrisse, ne? Das werdet ihr morgen bei Alko auf dem Kanal alles sehen. Wir gehen jetzt noch mal einen kleinen Abstecher machen in die Stadt. Wir haben ja stundenlang nichts gegessen. Das heißt, wir müssen noch mal irgendwas schnapulieren. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen in alter Frische. Macht's gut. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst ein Abo da, wenn ihr noch mehr sehen wollt. Geht auf Instagram. Da gibt's auch die ein oder andere wilde Story. Der Maximiano, der hält ja immer drauf, ne? Also, bis dahin. Mach's gut. Ciao. Ganz wahrscheinlich. Oder drückt uns weg.